Ja, servus Leute, schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Wir sind jetzt gerade vom Holzrucker gekommen und ich möchte noch die Winden vorstellen, weil ich finde, die passt wirklich optimal zum 4.11er Unimog. Also grundsätzlich, was so ein 4.11er Unimog ausmacht, das ist klar. Portalachsen für Halbbohmfreiheit mit Vorgelege, Schubrohre und so. Das ist auch wirklich der Kraft, der Angriffspunkt da ist, weil er hingehört. Ein Motor, der weil sparsam ist. Also, wir brauchen ja da eine Woche nicht tanken, wenn wir den ganzen Tag Holzrucker taten. Ne? Das ist klar, dass der zeugt, dass er im Wald geht mit dem kleinen Wendekreis, mit der geringen Breiten, dass man durch Bäume noch durchfahren kann und so. Ideal, wirklich ideal. Auf der Straße natürlich merkt man, dass er schon 1,8 Liter Hubraum hat. Aber 34 PS und so, das taugt schon. Grundsätzlich, wir brauchen da den Zapfen, wir brauchen aber auch das Verlagerungsgetriebe, die Banane. Weil die Sollwinden zum Beispiel, die will ja die Zapfen nicht oben, sondern weiter unten haben. Dafür gibt es beim Unimog die Banane. Und dann wird die Sollwinden gut angetrimmt worden. Ganz normale Zapfen, 45er Zapfen am Unimog, da läuft im Standgas. Die Pflanzeltwinden, die ist ein 2000er Baujahr und war jetzt die letzten 20 Jahre da dann beim Brennholzhandel Schwarzfischer im Grumhof, bei Roding ist das, war die im Einsatz, die ist immer noch im Einsatz, es ist schön abgekantet. Da tut man sich jetzt nirgends am Flicker, die Schweißnähte und so, die sind wirklich sauber ausgeführt. Also die Qualität von der Winden, ich denke, die hat sich schon bewiesen. Wie funktioniert aber das grundsätzlich? Naja, ganz einfach. Zuerst einmal kommt die Winden am Boden runter. Der Unimog, der 4.11er, hat einen doppelwirkenden Heckkraftheber. Das heißt, ich konnte wirklich am Boden runterdrücken, dass es da auch gut verankert ist und auch gut steht. Der Unimog selber hat, so wie er jetzt da steht, ungefähr 2,3 Tonnen. Das ist also nicht so viel, aber auch nicht so wenig, weil jetzt ein 135 oder 30 PS Bullock kann. Ne? Und dann schalten wir mit Zapfen ein. Weil gesagt, 540er, kein Problem. Ein bisschen erhöht Standgas, aber wirklich minimal, langt. Wir haben da Baum damit gezogen, optimal. Dann haben wir da eine Sollbremse. Das muss man sich vorstellen, da drinnen dieser Trommel. Außen an der Trommel, da ist die Sollbremse, die wird da dann betätigt. Also wenn man jetzt da anzieht, das ist die Bremse außen, quasi eine Bandbremse so ungefähr, die bei außen auf die Trommel wirkt. Und das da dann ist die Bremse, die bei innen da gegen dort und dann wird das mitgenommen. Dann wird es quasi eingekuppelt, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Wenn ich jetzt da anziehe, dann, ich habe schon angezogen gehabt, dann kann ich das Seil außen da. Natürlich muss man da dafür Handschuhe anziehen. Weil das Seil, das ist jetzt ein 10 mm Seil, das hat einmal 70 Meter gehabt und natürlich durch den Einsatz hat es noch irgendwie 40 Meter. Kann man aber auch nicht sagen, die Qualität ist gut. Da stehen also nicht überall Spritzeln raus, steht an die wirklich beanspruchten Stellen. Und das erste Seil kommt so wieder rein da. Tja, und was tun wir jetzt an mir? Es wird so nicht einfach irgendeine Vorstellung sein. Ihr seid bei mir auf dem Kanal, es wird Action sein. Hat der Bruder gerade gesagt, dann kann man doch den Baum da wegzahlen. Ich habe gesagt, nein, das ist vielleicht ein bisschen nasch. Auf der anderen Seite. Warum nicht? Aber. Das tun sie so schnell. Nein, das wird es nicht. Ed. Jetzt einfach hochzuhören, der Unimog, der da ziehst du wirklich.
Den Baum werden wir heute sehr erst anschneiden. Ja, doch kommen, oder? Ja. Weißt du was? Ich drücke jetzt Schüttel noch ein bisschen im Boden rein. Dann probieren wir es nochmal. Ja. Aber natürlich, wenn das Seil ganz ausgefahren ist, dann ist nicht so viel Seil auf der Trommel um. Der Durchmesser ist also kleiner. Weil wenn jetzt so weit da sind, dann ist fast das ganze Seil auf der Trommel um. Dann zieht es die 4,8 Tonnen wahrscheinlich nicht mehr. Da zieht es, weiß ich nicht, 1,8 Tonnen irgend sowas. Aber wenn das Seil ganz raus ist, dann zieht die 4,8 Tonnen, 48 kN ungefähr. Als wenn es dann wirklich im allertiefsten Wald drin sitzt, in die kreislichsten Löcher, dann ist da auch ein Umlenkrollen dabei. Da kann man es also an einen anderen starken Baum festmachen und dann ein bisschen umzuholen. Ist natürlich ein bisschen aufwendig, dass man das immer wieder auf und abbaut. Aber wenn es nicht hilft, tja, auf der anderen Seite, die ist halt an einem Bullock gelaufen. Mit einem Bullock kommst du in die Löcher gar nicht rein. Mit dem Unimog wirst du das drum wahrscheinlich nicht brauchen. Also, wir kommen da zu einem neuen Baum hin bis hin. Ja, wenn es richtig steil ist, nicht? Ja, Freude! Außen an dieser Trumme ist also die Bremse dran. Die kommen mit dem Hebel da dann, oder mit dem Seil. Ich finde das Seil ehrlich gesagt ein bisschen ja, windig. Also, ich darf mir da einen Hebel wünschen oder so. Aber im Großen und Ganzen, das kann sich da nicht reinfallen oder so. Und auch vom Kraftaufwand passt. Kann man nicht sagen. Dann kann man da dann einkoppeln. Jetzt ist natürlich die Bremse erst einmal arretiert. Das heißt, ne, die ist jetzt geschlossen. Dann kann ich also da dann anzwingen. Und dann passiert Folgendes. In der Trommel drinnen ist nochmal eine Trommelbremse. Die drückt dann raus und dann wird die mitgenommen. Und dadurch kann man dann, also da dann steuert man quasi die Anpresskraft, mit der die Bremse arbeitet und dementsprechend die Geschwindigkeit oder die Kraft, weil halt am Seil anzeugt. Damit steuert man halt dann bei schnellstem Baum herzeugt. Das sollte eigentlich ein neuer Glas sein und ich finde der Aufbau, der ist eigentlich gut gelöst. Da war das normal noch ein Abdeckblech drüber. Das haben wir jetzt halt weggebaut, dass man da reinsägt, dass man das ein bisschen vorstellen kann. Und insgesamt würde ich sagen, ist die Winden mit dem Unimog, wenn man jetzt nicht gerade am Wiener Forstaufbau oder von Greiling das Rückaggregat oder siehst, was drauf hat am Vierhäufer, die Winden da dann optimal. Drei Punkte, natürlich braucht man einen Kraftheber. Was da noch wichtig zum Beachten ist, man hat leider am Vierhäufer schon einen einzylindrigen Heckkraftheber. Das heißt, Hubkraft 800 Kilo bis eine Tonne. Und wenn man jetzt dann hinten, weil mir da vor drei Stamm drauf hat, dann kann man die da damit nicht immer anheben. Hey, Gas! Das heißt, man macht halt dann die Winden Lari aufheben und dann mit dem Seil die Stamm in die Hütte ziehen. Das geht schon. Ja, probieren wir es nochmal. Weißt du? Jetzt ausspannen. So weit, oder? Ja. Baum sind eine Luft. Aber der Unimog steigt da nicht auf, weil der Unimog hat eine gute Gewichtsverteilung. Das ist ja auch wichtig. Der Unimog hat schon ein Drittel auf der Hinterachse. Der Rest ist auf der Vorderachse. Im unbeladenen Zustand. Wenn man jetzt da hinten einen Baum dran hat, dann keilt sich der richtig schön ein und kann anzahlen. Wir haben jetzt zusätzlich noch Schnellketten an Vorder- und Hinterachse. In Verbindung mit der Differentialsperre in Extremsituationen haben wir nicht einmal gebraucht, nicht einmal auf der Voreisenstraße oder so.
mich hat das auch gewundert, weil leicht, dass er das wirklich so packt hat mit seinen 34 PS, die drei großen Stämme. Freilich, die haben vielleicht, ja, sind nasse, aber vielleicht 5, 6 Tonnen höchstens, ne? Aber im Gelände drinnen und auch, wir haben keinen Schlupf gehabt. Also der hat nie geschaut. Das ist brutal. Wenn ihr es also seht, so ein Unimog ist nach wie vor im Holz unschlagbar. Auch nicht mit integrierter Forstausrüstung, sondern im Dreipunkt. Natürlich gibt es da noch viel mehr dafür. Es gibt auch in der Front ein Winden, es gibt in der Heck unten drin von Mercedes selber ein Winden. Das ist einfach ein vielfältiges Fahrzeug und nicht schön zum Sonntagsfahren denkt. Das ist ein Arbeitstier, weil es da vorne dran steht. Der mag arbeiten, der mag das, traut sich einfach. Da kann man nicht viel hinmachen. Und wenn was hin ist, dann muss man es halt richten. Durch die Reparaturen lernt man das Fahrzeug ja erst kennen, die ganze Technik und so. Freilich, mit Gewalt man muss nicht aufhaxen. Und deswegen auch nochmal, vielleicht so ein Schlusswort, die Winden, für den Unimog, die ist nicht zu groß, die ist fast sogar ein bisschen zu klein. Also, vielleicht nochmal zur Erinnerung, die Doppeltrommelwinden, die weil es da zum Aufbau geht, die hat 2x6 Tonnen. Natürlich ist die anders integriert und so, aber da damit, da spielt sich der Unimog. Das war's jetzt wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es hat so ein bisschen die Winden kennengelernt. Ein Mock wird es auch noch kennenlernen, sobald er wirklich komplett viertel ist. Ihr seht ja, Motor einmal noch lackiert werden, hat eine Kaufliege dran und lauter so Zeug. Also bleibt dabei, da zeigt was an. Ich freue mich. Bis zum nächsten Video. Ja, so, leider ist das Video jetzt auch schon wieder gegangen, aber da zieht nicht runter. Wenn es ein Abo da lasst, wird sofort informiert, wenn das nächste Video kommt. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit denen und mit den alten Videos. Gibt es auch noch interessante Sachen zum Sehen. Nächsten Highlights kommen, der Mock will immer was zum Tun. Schaut euch gerne eine Collection an, dann fährt der Mock auch mal so eng.